Und dann eine richtige, bitte in den Maßen, die man erreichen kann natürlich, eine richtig gehaltvolle und qualitätvolle Vorstellung in diese einzelnen kleinen Städte und die kleinen Theater zu bringen. Herr Quadflieg, jedes Theaterpublikum ist ja eine Art von Untier. Und ich nehme an, auch das Stuttgarter Theaterpublikum ist ein derartiges Untier. Nun, sind alle diese Untiere die gleichen oder hat jede Stadt ihr eigenes Untier? Wie sieht das Stuttgarter aus? Also jedes Publikum in jeder Stadt ist natürlich völlig verschieden. Das gehört mit zum Reiz einer Tournee überhaupt. Und wenn man eine Komödie spielt, wie wir ja im vorigen Jahr mit dem Molière'schen Menschenfeind und dieses Jahr mit Turgenev Monat auf dem Lande spielen, ist das besonders fein registrierbar, wie verschieden das Publikum mit Atmern, Raunern, kleinem Lächeln oder richtigem lauten Gelächter reagiert. Und nun ist natürlich bei einer Komödie, die so zarte Werte hat wie hier in diesem Turgenev-Stück, die Sache sehr gefährlich. Wenn die Leute allzu sehr in die Lacher wegbrechen, machen sie, ohne es zu wollen, einen Lustspieler sogar einen Schwank daraus. Und da muss man eben aufpassen, dass man die Zügel ganz straff hält und die Lacher bricht, sodass der innere Vorgang des Stückes und dieser Komödie also nicht allzu sehr vom Publikum beiseite gedrängt wird. Seit dem Jahre 1955 sind Sie ja nun mit dem Ensemble Die Schauspieltruppe mit Maria Becker unterwegs, Herr Quadflieg. Das ist etwas anders. Es ist so, wir haben 55, 56 unsere ersten Tourneen gemacht, aber dann 57 die Schauspieltruppe selbst begründet, Maria Becker, Robert Freitag und ich als eine offene Personengesellschaft, weil wir uns überlegt haben, dass man ähnlich wie in England und in Frankreich, Laurence Olivier oder Baron Villars, die geschäftlichen Angelegenheiten mal den künstlerischen unterordnen sollte. Wir haben uns einen Geschäftsführer engagiert, der auch große Tourneeerfahrung hatte, und haben dann die Stücke ausgewählt, die wir für schön und reizend und irgendwie interessant für eine Tournee uns gedacht haben und die Schauspieler selbst engagiert und die ganze Führung und die ganze Initiative selbst in die Hand genommen. Ich finde, es ist einfach reizend von Ihnen, Herr Quadflieg, dass Sie so viel auf Tournee gehen jetzt. Denn ich glaube, vor allen Dingen Ihre vielen Verehrerinnen werden es zu schätzen wissen, dass Ihr Star sozusagen vor die Schwelle des Hauses geliefert wird. Aber davon ganz abgesehen, ist es für Sie nicht eine große Anstrengung, auf Tournee zu gehen? Warum ziehen Sie dieses aufreibende Leben auf Tournee einem ruhigeren Leben bei einem festen, stationären Ensemble vor? Ja, da müsste ich ein paar Sätze zu sagen. Da muss man etwas weiter ausholen. Es ist doch so, dass nach dem Kriege, nach der Trennung Deutschlands, der Teilung Deutschlands, dass die eigentliche Theaterstadt Berlin in dem Sinne wie früher nicht mehr existiert. Die Menschen sind verteilt über das ganze Land. In allen Städten lebt überall ein Kreis von Menschen, der am Theater sehr interessiert ist, ein wirklich gutes Theaterpublikum, dem es viel schwerer fallen wird, in die großen Städte zu fahren, wo die einzelnen Schauspieler spielen, als den Schauspielern es schwerfällt, in die Städte hinzufahren. Ich glaube, das ist dann der geringere Aufwand, mit der Truppe dorthin zu fahren. Und wir haben die Erfahrung gemacht in den vergangenen Jahren und auch in diesem Jahr bei unserer Tournee, dass die Menschen sehr aufgeschlossen und einen feinen Sinn für Nuancen haben, gerade spüren, ganz lebhaft spüren, gerade durch die Erfahrung mit Film und Fernsehen, die ja überall ein gewisses Bewusstsein für Qualität geweckt hat, sehr lebhaft spüren, was eigentlich an innerem künstlerischen Willen, an Impetus und an innerem Vorhaben, an künstlerischer Ehrlichkeit und Absolutheit hinter einer Truppe steht. Nun möchte ich Sie etwas fragen, Herr Quadflieg, was sicher viele von den Fernsehzuschauern wissen möchten, nämlich warum filmen Sie nicht mehr? Ja, das werde ich oft gefragt, schriftlich oder mündlich. Ich möchte natürlich gern Rollen spielen, die ein eigenes Gesicht haben, die nicht nur das allgemeine Durchschnittsklischee darstellen, wie es so bei diesen Feldwald- und Wiesenfilmen so heutzutage üblich ist. Und wenn man natürlich dann versucht, Figuren und Menschen zu spielen, die also menschlich im reichsten und weitesten Sinne sind, dann stößt man auf ganz wenig Drehbücher, die wirklich also das erfüllen können, was man eigentlich unter Filmkunst versteht. Und nur zu Filmen um des Filmens wegen und um der hohen Gage wegen, muss ich ehrlich sagen, reizt mich nicht genug. Ich meine, ich verdiene am Theater genug, um davon leben zu können, und alles andere kann man sowieso nicht mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen, wie man so schön sagt. Da kann man sowieso nichts mehr mitnehmen. Es ist dann für mein Gefühl sinnvoller, als Schauspieler und Rezitator die paar Jahre, die man also wirklich lebt, mit, also fürs eigene Gefühl natürlich, mit sinnvoller Arbeit auszufüllen.